Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich werde jetzt hier nochmal mit Pyroka über das Buch reden und dann habe ich was anderes vor. Ha. Ich habe das Buch von Xardas öffnen können. Was? Wie hast du das geschafft? Ich bin daran schier verzweifelt. Verrate ich sie ihm oder verrate ich sie ihm nicht? Na komm, ich bin ehrlich. Xardas hat mir den Trick verraten. Ach, so ist das. Interessant. Ich kann nur für dich hoffen, dass Xardas schlechter Einfluss dich nicht verdirbt. Ich warne dich. Geh diesem alten Teufel nicht auf den Leim. Du könntest es bereuen. Ich weiß, wo die Hallen von Edora zu finden sind. Der Tempel befindet sich auf einer Insel. Ich habe eine Seekarte gefunden, die mir den Weg zeigt. Das ist großartig. Dann wirst du ein Schiff und eine Crew brauchen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Aber bedenke, dass du dafür gut gerüstet sein musst, wenn der Sieg über den Meister von Irdorath gelingen soll. Wo kann ich eine Crew finden? Deine Mannschaft sollte aus Männern deines Vertrauens bestehen. Rede mit deinen Freunden und beachte dabei, dass sie dir von Nutzen sind, wenn du auf der Insel bist. Du wirst auch einen Magier brauchen. Nur leider kann ich hier im Kloster keinen Mann entbehren. Du wirst einen Magier fragen müssen, der seinen Dienst nicht hier im Kloster verrichtet. Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Irdorath zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten. Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Jorgen muss erst seine Arbeiten verrichten. Dann könntest du ihn mitnehmen. Wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Und das gleich am ersten Tag. Also, vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Jetzt ist der verfressen. Nee, ich will ihn doch gar nicht mitnehmen. Lass mal. Wer ist Jorgen überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Kannst du mir nützlich sein? Verschwinde! Auf dem Pfiff. Nein, kannst du nicht. Okay. Jorgen, wer ist Jorgen? Er meinte was von hier, ne? So steht es in den Heiligen Schriften. Garten und so. Der schafft ja gar nichts, der faule Sack. Nö. Wie lebt sich's im Kloster? Ich werd hier noch bekloppt. Aber trotzdem, danke für den Tipp. Milton konnte mir tatsächlich helfen, hier unterzukommen. Tja, was willst du machen? Bevor ich in der Stadt verhungere, mache ich lieber, was die Novizen von mir verlangen. Du kommst schon zurecht, denke ich. Ich brauche endlich wieder Planken unter meinen Füßen. Wo habe ich den denn her? Das weiß ich gar nicht mehr. Boah, voll vergessen, hey. Ja, das Buch, das ich da jetzt habe, das stand ja längere Zeit unter dem Einfluss der Suchenden, ne? Also könnte ich mir vorstellen, dass das ist, was Karras vielleicht braucht. Gibt es einen Schutz? Keine Ahnung. Weil laut Tagebuch braucht er etwas, das im direkten Kontakt mit den Suchenden stand. Was macht das Stück? Ich bin noch mit der sobald ich was... Da gibt's nichts Neues. Okay, schade. Hätte gedacht, dass das vielleicht der Hinweis sein könnte, den er braucht. Ich würde mal Milton fragen. Milton ist ja ein alter Freund aus Gothic 1 noch. Vielleicht hat der ja... Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Lust mitzukommen aufs Schiff. Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Echt? Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und dem Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Ja, das dachte ich mir. Die Frage ist, kann ich Xardas denn noch mitnehmen, wenn ich Milton mitnehme als Magier? Oder ist Xardas ohnehin dabei? Oder kommt Xardas ohnehin nicht mit? Ich weiß es nicht. Ach komm, Milton, komm mit. Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut,
Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Yeah, ich habe mein erstes Crewmitglied. Wo soll ich nach einem Kapitän suchen? Frag doch mal Jorgen. Der ist doch Seemann. Er müsste eigentlich noch im Kloster sein. Wenn er dir allerdings nicht weiterhelfen kann, wirst du auf den Bauernhöfen oder in der Stadt nach jemandem suchen müssen, der ein Schiff steuern kann. Sprich am besten mal mit Lee oder geh zum Hafen von Corines. Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein. Ach, ich kann auf jeden Fall wieder absagen. Okay, gut zu wissen. Was? Was? Moment. Ich habe doch gerade 500 Erfahrung gekriegt dafür, dass ich hier mitnehme. Was passiert? Ich könnte dir vielleicht einen Job als Kapitän anbieten. Du willst mich doch wohl nicht verkohlen, mein Junge. Also wenn das wahr ist, dann bin ich doch sofort dabei. Es gibt da nur ein kleines Problem. Ich habe den Novizen hier die halbe Vorratskammer weggefressen. Sind ganz schön sauer, die Jungs. Glaube nicht, dass mich der oberste Magier hier einfach wieder so gehen lässt. Nee, du dann nicht. Ich muss erst meine Zeche bei Pyrokar abarbeiten. Tut mir leid. ja. Das, Er drückt schöner aus als Pyrokar auf jeden Fall. Finde ich. Gut. Ich will eigentlich Jorgen gar nicht. Aber auf der. Genau, in der Stadt. Ich habe doch dem alten Kapitän bei dem Leuchtturm geholfen. Der könnte vielleicht. Aber gut. Zum Bandenlager würde ich immer gehen wollen. Weil ich ja hier noch die Quest offen habe mit den Suchenden. Die habe ich ja schon seit Ewigkeiten von mir hergeschoben. Weil. Die einfach zu stark für mich waren. Und. Ich glaube. Mit meinem neuen Zauber, mit dem Eisblock und mit dem Skelett und mit dem Blitz habe ich jetzt dann doch eine bessere Chance gegen die Suchenden und dann kann ich auch Torloff beruhigen. Und dann kann er vielleicht mir helfen, einen Kapitän zu finden oder Lee oder so. Schauen wir mal. Yo. Warte mal, ich habe die Frau hier schon länger nicht mehr angesprochen. Vielleicht hat sie ja wieder einen Eintopf für mich. Hey. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Du bist auch immer hungrig, was? Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich habe ein paar Drachen erledigt. Oh. Na, dann wird's wohl wieder mal Zeit für einen ordentlichen Eintopf. Ich hätte das nicht. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Das war's. Da muss man noch mal kein ziehen, Eintopf mehr da. Oh, schade. So ganz casual nebenbei. Oh, ich habe ein paar Drachen erledigt. Ja. Da stellt sich das immer so einfach. Einfach mal so. Sehr gut. Gefällt mir. Was ist eigentlich mit Silvio und Bulko? Die waren noch beim Eisdrachen. Die habe ich gar nicht mehr gesehen auf dem Weg zurück. Und ich habe sie auch nicht mehr gesehen auf dem Weg hin, weil ich da die nicht ansprechen wollte und entsprechend außen rum bin. Eine Schiffsreise? Nö, ich mag den nicht. Ich mag Raoul nicht. Der kommt nicht mit. Es sei denn, ich brauche ihn wirklich, weil ich niemanden anderen habe. Dann frage ich ihn vielleicht, aber... Selbst dann würde ich es eher ohne versuchen, als ihn mitzunehmen, um ehrlich zu sein. Außer es geht halt wirklich gar nicht. Nee, den mag ich nicht. Raoul ist blöd. So. Hat mich verprügelt, hat mich ausgezockt, abgezockt. So, gibt's hier was Neues? Hey. Barbara, hast du Rhabarber für mich? Warte mal. Die sind ja gar nicht hier, die Suchenden, oder? Oder sind die hier? Ich dachte eigentlich, bei Seekop hätte ich schon aufgeräumt mit den Suchenden. Ach, schau mal einer an. Das ist natürlich auch genau das, was man mir sagen würde, wenn ich wirklich noch gewinnen könnte. Von daher friere mal ein. Von daher gebe ich da nicht allzu viel drauf. So, Seekop. Almanach der Besessenen. Ein beklemmendes Gefühl hat mich befallen. Das heißt, ich bin jetzt leider wieder besessen. Apropos Besessenheit. Wenn ich doch schon mal hier dabei bin und es gerade aktiv habe, das Problem... Wo ist er denn? Den will ich auf gar keinen Fall lesen, den Almanach der Besessene. Ich will den
von Pyroka. Pyrokas magischer Brief, genau. Sekop. Und Brutus. Und Randolph. Randolph war der Säufer, der ist bei dem Bauernhof da hinten. Bei der Stadt. Und wer ist Brutus? War Brutus nicht einer von den Söldnern? Sagte jedenfalls. Aber gut, ich gehe jetzt erstmal zum Kloster, weil ich hab mir gerade überlegt, eine Runde zu schlafen. Um meinen Mana zu regenerieren, aber das funktioniert natürlich nicht, solange ich besessen bin. Das sind doch alles nur Gerüchte. Das heißt, ich muss hier nochmal kurz zum Kloster. Das ist doch alles nur Gerüchte. Dann gehe ich zum Banditenlager und hau mich kurz aufs Ohr und dann suche ich mal Brutus dort. Der müsste, glaube ich, dort sein. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe einen weiteren Almanach gefunden. Das ist gut. Ich fürchte jedoch, dass es noch mehr davon zu finden gibt. Suche weiter. Nimm dies. Mit dieser Aufwendung des Klosters wirst du dem Bösen besser begegnen können. Ha, Gold. Heile mich, Meister, denn ich bin besessen. So sei es. Nimm diesen... Ja. Möge die Handel in... Möge die Gnade Innos mich erlösen. Vielen Dank. Muss ich nur eben trinken. Heilung der Besessenheit. Sehr schön, vielen Dank. Und ab zum Großbauern. Die Frage ist nur, wer ist Brutus? Wir haben hier Patrick und Cord. Patrick, kenne ich den schon? Ich glaube schon. Hey, du. Den kenne ich auf jeden Fall. Kann ich den mitnehmen aufs Schiff? Nee, kann ich nicht. Brauche ich eh nicht, weil... Ne, der kann mir keinen Mana steigern und keine Zauber beibringen. Was aber letzten Endes genau das ist, was ich dort brauche. So, wir haben hier Söldner, aber nicht den Brutus. Hier ist Gorn. Gorn will ich auf jeden Fall mitnehmen. Da führt kein Weg zurück. Vorbei. Was denkst du über Lee? Ich glaube, dass ein... Nee, lass mal. Das kennen wir doch alles schon, glaube ich. Und wenn nicht, ist es auch egal. Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Na, das wundert mich nicht. Das kann ich für dich tun. Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Komm zu mir an Bord. Warte am Hafen auf mich. Ein Schiff? Ha. Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. Vielleicht soll... Was? Ich soll dich alleine gehen lassen? Nee, warte mal. Genau, das wollte ich. Entspannst du dich? Klar, warum nicht? Die Drachen sind doch tot, oder? Der Fall ist ein wenig komplizierter. Tja, wie immer. Sag Bescheid, wenn du meine Axt brauchst. Yep. Ich brauch sie. Komm zurück. Ich brauche dich. Na also. Und ich dachte schon, du willst mich hier vergammeln lassen, während du den ganzen Spaß hast. Bis später. Während ich den Spaß habe. Natürlich habe ich da Spaß dabei. gegen einen fetten, bösen Overlord der Drachen zu kämpfen. Natürlich. Ah! Die schwarzen Männer in den Bergen sind von uns gegangen. Du konntest es mit ihnen aufnehmen? Guter Mann. Die Kerle waren mir nicht geheuer. Hätten bestimmt noch eine Menge Ärger gemacht. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Einige der Söldner sind weg. Silvio hat sich ein paar von den Jungs mitgenommen und ist über den Pass verschwunden. Ich hab mir das schon gedacht. Es wird gemunkelt, dass es dort Drachen geben soll. Als er das gehört hat, war er nicht mehr zu bremsen. Wer weiß, so eine Drachentrophäe bringt auf dem freien Markt sicher eine Menge Gold. Für mich ist das nichts. Ich bin Seemann. Ich gehöre aufs Meer und nicht in einen stickigen Drachenbau. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Du bist Seemann? Hast du das auch endlich geschnallt? Ja, verdammt nochmal, ich bin Seemann. Warum fragst du? Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Ich muss zu einer Insel. Zu einer Insel? Ich hab mir das. Du hast doch nicht mal ein Schiff, geschweige denn eine Mannschaft, um es zu führen. Ich bin ganz da. Nee, mein Junge. Wenn du meine Dienste als Kapitän und Stärkelehrer in Anspruch nehmen willst, dann musst du mir erst mal beweisen, dass du weißt, wovon du da redest. Das ist wirklich nicht mein Problem. Außerdem habe ich gerade ganz andere Sorgen. Die Paladine ziehen nicht wie erwartet aus der Stadt ab. Es müsste schon etwas Gravierendes passieren, das sie veranlasst, das Feld zu räumen. Geh in die Burg im Minental. Klau der Torwache den Schlüssel für das Haupttor und öffne es. Den Rest werden die Orks besorgen. Tja, ich weiß ja nicht. Paladine töten, damit Torloff mein Kapitän wird. Ich glaube, ich frage mal den anderen mit dem Leuchtturm.
Die Echsenmenschen verteilen Dracheneier übers ganze Land. Das hätte ich mir denken können. Es wird Zeit, dass wir hier verschwinden. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich weiß gar nicht, warum er sich so Silvio, aufregt. Der Mistkerl, hat was über die Drachen im Minental gehört und hat daraufhin alle hier auf dem Hof völlig verrückt gemacht. Das hat er doch vorher gewusst. Er hat versucht, die Jungs zu überreden, ihm ins Minental zu folgen. Ruhm, Ehre, Gold und alles Mögliche hat er ihnen versprochen. Viele von ihnen hatten kein Interesse, sich für Silvio töten zu lassen. Aber es gab da so manchen Idioten, den konnte er doch überzeugen. Das Ende vom Lied war, dass sie sich von Bennett haben ausrüsten lassen und dann kurzerhand losgezogen sind. Ach, im Grunde bin ich froh, dass Silvio endlich vom Hof ist. Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Das hat er doch vorher gewusst. Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? So viel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Das wussten wir schon. Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Das ist wirklich nicht mein Problem. Das musst du selbst entscheiden. Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Ich bin ganz dankbar. Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen. Ich kann das er nicht ist glauben. Sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Das ist richtig. Das ist eine Idee. Stimmt. Lee aufs Schiff? Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. Nope, ich bin immer noch Magier. Wenn ich dich brauchen kann, sag ich Bescheid. Du musst wissen, was du willst. Aber gute Kämpfer kann man nie genug um sich herum haben. Es sei denn, es sind so Schwachköpfe wie Silvio. Wobei, warte mal, ich könnte doch jetzt den hier machen. Ich kann dich doch... Ich hab doch... Schon vorher klar. Nee, schade. Ich kann dich doch nicht gebrauchen. Wie du meinst. Ja, schade. Ich dachte, ich kriege ja jedes Mal 500 Erfahrungen, wenn ich einem sage, dass er mitkommen soll. Und dann kann ich ihn wieder sitzen lassen, nachdem ich hier 500 Erfahrungen hatte. Aber nee, das scheint hier nicht zu klappen. Schade. Warte mal, ich bin doch auf du mit Lee. Warum schlafe ich denn da unten bei den Bauern? Quatsch nicht. Ich schlafe hier oben bei den Söldnern natürlich. Das ist zu weit entfernt. Nein, ist es nicht. Mann. So. Bis zum nächsten Morgen. Ich habe mit Torloff gesprochen. Eigentlich wegen der Dinger hier. Wegen der Suchenden. Damit wäre ich hier eigentlich auch schon durch. Es sei denn, natürlich hat Lee einen sehr guten Hinweis gebracht. Ich könnte natürlich Bennett mitnehmen. Bennett ist natürlich eine coole Socke. Und ich gehe davon aus, dass er mir nicht in den Rücken fällt, nachdem ich ihn befreit habe aus den Klauen der Paladine. Allerdings brauche ich einen Schmied? Das ist halt die Frage, brauche ich einen Schmied? Könnte mir vielleicht eine magische Erzwaffe machen, die ich gegen den Drachenmeister benutzen könnte. Das wäre eine Idee. Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Ja, was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onas Hof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Von mir hatte das nicht. Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar. Bis nachher. Wobei, brauche ich wirklich einen Schmied? Ich weiß es nicht. Ich werde mich nach einem anderen Schmied umsehen. Rein in die heißen Kohlen, raus aus den heißen Kohlen. Was denn nun? Sag Bescheid, wenn du weißt, was du willst. Ja, ich weiß, was ich will. Kannst du mir... Ich weiß, was ich will. Später vielleicht. Ich will die 500 Erfahrungspunkte. Gut. Ja, das hat er wirklich behauptet. Ich glaube, hier bin ich dann soweit fertig, oder? Gibt's hier noch irgendwen? Oben auf dem Plateau gibt's noch ein paar Leute, aber... Hier unten? Ach, da oben wäre natürlich noch die Höhle. Ha. Nee, das dauert mir jetzt zu lang. Da werde ich mal hingehen, offscreen, zwischen zwei Folgen. Aber nicht jetzt. Okay, ich habe immer noch keinen Kapitän. Ich könnte mal nachdenken.
Xaras ist leider weg. Ich gehe mal zur Taverne. Ich hau mich mal da ein bisschen um, weil beim Ring des Wassers sind ja auch meine Freunde, ne? Und ich dachte Randolf. Nee, Ruka. Das ist Ruka. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Hab ich mit dir schon gesprochen darüber? Man soll den Mund nicht zu voll nehmen. Mit dir rechne ich noch ab. Okay, wir rechnen noch ab. Na gut. Ich suche Randolf, aber nee, Randolf ist nicht hier. Okay. Sonst irgendwer hier. Laris vielleicht. Nee, ne? Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder. Bruder des Rings. So sieht's aus. So, gut. Naja, was sonst? Hier ist niemand, den ich anheuern kann, aber ich kann hier mal ganz viel Zeug loswerden. Und zwar... Ich werde mich da nicht einmischen. Ist halt die Frage, werde ich mit Stärke jemals so hochkommen? Ich weiß nicht. Rapier ist natürlich cool. Die Frage ist nur, wie viel Geschick habe ich? Ich glaube, das reicht nicht. Echsenschwert kannst du haben. Ein Langschwert kannst du haben, aber nur eins. So, meine Waffe ist besser. Das behalte ich aus Nostalgiegründen, genau wie den. Kannst du alle haben. Kannst du haben. Und den behalte ich aus Nostalgiegründen, oder? Nee. Brauche ich die Banditen noch? Das ist die Frage. Ich glaube nicht. Kann ich denn eigentlich das Edel-Langschwert schon benutzen? Na, ich habe 65 Stärke. Aber ich habe doch ein paar Tafeln, die Stärke erhöhen, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Man weiß gar nicht mehr. Dreimal Lebensenergie 3. Einhandkampf 3. Stärke 3, zweimal. Das gibt auf jeden Fall 5 Stärke. Und spätestens dann werde ich also in der Lage sein, dieses edle Langschwert zu benutzen. Und dann brauche ich den Degen nicht mehr, weil der weniger Schaden macht. Die Spitzhacke behalte ich auf jeden Fall. Der musste es ja besser. Genau wie die ganzen... Naja, okay, den Eschenbogen nicht, der braucht zu viel Geschick. Den kann ich eh nicht benutzen. Meinst du, mir geht es besser? Magische Armbrust. Ja, die behalte ich mal. Das will doch keiner Magischer wissen. Bogen kann ich vielleicht benutzen. Armbrust, Senkrads Armbrust. Wer ist Senkrad? Ich behalte die mal lieber beide. Sicher ist sicher nicht, dass ich die jemand abgeben muss. So, ich habe auf jeden Fall einen besseren Bogen als den Jagdbogen oder normale Bögen. Denn ich habe den Feuer... Bogen, habe allerdings nur noch 15 Pfeile dafür. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, aber der ganze Grund, warum ich hier das ganze Zeug loswerde, ist natürlich ein anderer. Erzähl mir nichts, ich kenne so. Feuermagier-Robe brauche ich nicht mehr. Hab eine bessere. Das ist doch lange bekannt. Ich möchte natürlich das ganze Gold an Schreinen spenden. Ne? Ist ja klar. Das ist doch lange bekannt. Von Eodorat. Kann ich verkaufen, bringt mir aber kein Geld. Schade. Irgendwann muss das ja so kommen. Wolfsfell kannst du haben. Kannst du eh nichts dran. Crawlerzangen, ja komm, bringt doch eh nix. Das kann doch nicht wahr sein. Apfeltabak, komm, weg mit dem Scheiß. Das könnte noch alchemistisch interessant werden. Skatteteller, Hammer. Geweihtes Wasser könnte interessant werden, Sumpfkraut nicht. Moradfett, da war ich schon drin. Das will doch keiner. Weg damit. So, das wird Alchemie oder Runen. Den behalte ich mal lieber. Feldräuberzangen, weg damit. Dracheneis nützt sich, um irgendwo hochzuklettern. Hehehe. Flammzung ist, glaube ich, für eine Rune. Noch nützlich. So, Schatulle, Gold. Ach komm, weg damit. Und. Erz. Ja, vielleicht mache ich ja doch eine Erzklinge irgendwann. Könnte sein. Runensteine behalte ich auf jeden Fall. Und dann habe ich hier unten noch. Beutel voller Münzen. Ganz schön viele, wenn ich das mal so sagen darf. Warum habe ich die nie geöffnet? Ich hab die immer einfach nur eingesammelt. Das hätte er auch selbst und dann einfach vergessen. Nun gut. Noch ganz kurz zu den Schreien hier unten, weil hier einer ist zufällig. Ihr wisst ja, ich habe mich immer schlau gemacht, genau über die Schreien, wie das genau funktioniert. Also, ich kann hier einmal am Tag bieten. Wenn ich 100 Gold spende, bekomme ich 1 zu Mana, was ich gerade nicht brauche. Wenn ich 50 Gold spende, bekomme ich 2 Lebenspunkte. Und wenn ich 10 Gold spende, bekomme ich 1 Lebenspunkt. Und das ist natürlich massiv besser, als jedes Mal 50 zu spenden. Ich spende jedes Mal 10, dann dauert es halt natürlich ein bisschen länger, aber hey, was soll's. So, gut. Letzte Amtshandlung in dieser Folge. Ich gehe jetzt zum Hafen. Und bedanke mich für euch dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn ich hier versuche, an das Schiff... und den alten Seemann im Leuchtturm als Kapitän zu kommen. Vielen Dank, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.